Ich glaube, ich stelle mich einfach mal selbst vor. Mein Name ist Sebastian Nerz, ich bin Landesvorsitzender in Baden-Württemberg. Ich habe gedacht, wir probieren es heute mal ein bisschen traditioneller. Anzug, Krawatte, 2-Stunden-Rede. Und wenn alle eingeschlafen sind, ich weiß nicht, nehme ich euch die Geldbeutel weg oder so. Ah, verdammt. Das ist schwierig dann. Ja gut, da muss ich mir was anderes überlegen, aber irgendwas fällt mir dann schon noch ein. Würde ich ja gerne machen, aber das wollte Seko ja schon machen und ich möchte ihm hier sein Landesverband nicht wegnehmen. Zuerst einmal eigentlich herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Treffen. Piratentreffen sind was sehr Schönes, die machen Spaß. Man trifft ausnahmsweise mal eine ganze Menge Leute mit einer vernünftigen politischen Einstellung. Das ist heutzutage leider nicht mehr selbstverständlich. Von daher, schön hier zu sein. In Baden-Württemberg wissen Sie es schon, wenn man bei mir zwischendurch klatscht, meine Rede wird deshalb nicht kürzer. Ich höre nicht einfach auf. Also. Bedanken will ich mich aber nicht nur für die Einladung. Und das ist mir jetzt persönlich sehr wichtig. Es sind aus Bayern immer wieder Piraten nach Baden-Württemberg gekommen, Unterschriften zu sammeln. Wir haben derzeit in Baden-Württemberg weit über 12.000 Unterschriften gesammelt. Wir werden landesweit zur Wahl antreten, auch dank eurer Hilfe. Und vielen, vielen Dank dafür. Das zeigt, dass Piraten zusammenarbeiten können, wenn wir es müssen. Ich will mich hier auch ein bisschen revanchieren. Ganze 2 Stunden werde ich nicht reden. 16 Minuten waren ursprünglich geplant. Dann habe ich erfahren, wie lange Alex reden wollte. Dann habe ich nochmal 2 Seiten rausgestrichen. Mal schauen, wo wir jetzt rauskommen. Den Jahresrückblick hält normalerweise der Landesvorsitzende. Da wir in Bayern sind, hätte ich das jetzt eigentlich Seko überlassen. Ich kann auch keinen über Bayern machen. Deshalb rede ich einfach einen Jahresrückblick für Baden-Württemberg. Das ist okay, Baden-Württemberg ist sowieso der beste Landesverband, von daher passt es. Ich verlasse mich da einfach auf die 3-Tage-Regel. Gäste darf man erst nach 3 Tagen schlagen. Ah, verdammt. Ich werde in dieser Rede nicht über Stuttgart 21 reden. Zum einen würde das eine längere Rede, zum anderen ist das Thema S21 ein bisschen ausgelutscht. Es zeigt zwar wunderbar, dass die etablierten Parteien nichts, aber auch gar nichts verstanden haben. Sie spielen weiter das Spielchen, lügt den Wähler an, wer am besten lügt, gewinnt. Die Grünen putschen die Menschen seit 15 Jahren auf, haben es in diesen 15 Jahren aber nicht geschafft, auch nur eine sachliche Diskussion zu führen. Und die CDU wiederholt mantraartig die parlamentarische Legitimation des Projektes. Liebe CDU, parlamentarisch ist nicht demokratisch, aber naja, 60 Jahre lang haben sie es nicht verstanden, mal schauen, ob sie es nächstes Jahr verstehen. Zwar 2010 schaffte Stuttgart übrigens häufiger in die Zeitung als Gorleben, das will was heißen. S21 ist also umstrittener als die Atomkraft. Und über Wasserwerfer und Pfeffersprays will ich jetzt nicht reden, das hat Alex schon getan. Aber wir stehen in Baden-Württemberg kurz vor einer Landtagswahl. Bei dieser Wahl werden die Bürger über vieles entscheiden können, auch darüber, wie sich die Parteien in Stuttgart und anderswo verhalten haben. Ich denke, dass wir am 27.03.2011 feststellen werden, dass wir danach einen anderen Ministerpräsidenten haben. Das ist schön. Und die politische Landschaft im Ländle wird danach anders aussehen als vorher. Aber wie sie aussieht, das kann derzeit wirklich noch niemand abschätzen. Mein persönlicher Tipp ist, dass die CDU die stärkste Partei wird. Danach die Grünen, die SPD entweder relativ dicht drauf oder noch ein bisschen vor den Grünen. Die Linken wissen noch nicht, ob sie landesweit antreten können. Schätzen wir sie mal noch nicht ein. Wir können landesweit antreten, ja? Die FDP kommt gerade so in den Landtag. Doch, doch. Und die Piraten werden mehr Stimmen haben als die Gelben. Ich probiere es jetzt nochmal so. Gut. Baden-Württemberg ist ein extrem konservatives Land. Das vergisst man häufig, wenn man in Bayern steht, weil man denkt, hier sei es konservativste. Ist nicht so.
geht über die Grenze, Baden-Württemberg ist konservativer. Wir haben sehr viele CDU-Stammwähler. Das heißt, der Stimmenanteil, den die CDU haben wird, wird sich nicht wesentlich verändern. Und wenn sie die Diktatur ausrufen, das ist völlig egal, sie haben ihre 33-38% Stimmen. Die Grünen gewinnen mit Aussagen zu S21, sie profitieren vom Bundestrend. Die SPD ist die SPD, dazu kann man nicht viel sagen, vor allem nicht sehr lange. Und auf die FDP will ich eigentlich nicht wirklich schimpfen, denn es ist einfach, es ist langweilig und es ist so langsam auch ein ganz klein bisschen widerlich. Genau. So langsam ist es ein bisschen widerlich, auf die FDP einzutreten, die am Boden liegt und eigentlich schon eine ganze Weile tot ist. Sie fängt an zu stinken und wir sollten sie langsam beerdigen. Die Piraten werden deshalb auch mehr Stimmen kriegen als die FDP. Sie riechen besser. Orange ist eine sehr viel schönere Farbe als Gelb. Und zum Zweiten sind die Piraten in Baden-Württemberg sehr gut aufgestellt. Organisatorisch wurde der Landesverband Ende 2009 bis Mitte 2010 komplett neu aufgestellt. Und das Jahr 2010 hat insgesamt die Reife der Piratenpartei gesehen. Es hat sich vieles verändert bei uns. Es ist vieles gleich geblieben. Ich denke, dass ich auch hier wenig Widerspruch kriegen werde, wenn ich sage, dass die meisten im Raum Mitte 2009 in die Piratenpartei eingetreten sind, oder? Ja, du nicht. Das heißt, die meisten sind anderthalb Jahre dabei und wir haben damit die Geburt der Partei gesehen. Ich weiß, Andi wird mir jetzt gleich widersprechen, aber 2006 wurde die Piratenpartei gezeugt, 2009 wurde sie geboren, 2010, erwachsen geworden ist sie noch nicht, aber sie ist zumindest mal ein bisschen älter geworden, vielleicht auch ein bisschen reifer. 2009 geboren bedeutet aber vor allem, dass wir noch sehr am Anfang stehen. Wir sind eine Partei in der Reifung, und jeder von uns kann derzeit am besten beeinflussen, wie die Partei später aussehen wird. Und da ich glaube, dass die Piraten in nicht allzu ferner Zukunft die Politik in Deutschland bestimmen werden, ist es eine sehr spannende Zeit. Wir haben deshalb in Baden-Württemberg auch ein sehr gutes Programm aufgestellt, glaube ich. Ich weiß, auch hier stimmen mir nicht alle Bayern zu, aber das ist in Ordnung. Wir haben zum Beispiel ein visionäres Bildungsprogramm. Ich greife diesen Themenkomplex deshalb raus, weil ich weiß nicht, wie es in Bayern aussieht, aber in Baden-Württemberg wird Bildung derzeit ignoriert. Und dieses Mikro ist irgendwie seltsam. Ja, so irgendwie essen. Ja, jetzt geht's. So, kann man nachher das Mikro abwischen, weil ich bin nicht sicher, ob das jetzt irgendwie nass wird. Bildung ist eigentlich das wichtigste Thema, das es überhaupt gibt, wenn man in die Zukunft schaut. Trotzdem ignorieren es gerade alle. Die CDU hat beschlossen, sie wird zur Wirtschaftspartei. Ist nicht schlecht, die FDP gibt es nicht mehr lange, wir hatten also keine Wirtschaftspartei mehr. Die SPD hatte noch nie ein Bildungsprogramm und die Grünen, ich weiß nicht, ob man es Bildungsprogramm nennen kann, sie selbst nennen es auf jeden Fall nicht so. Auch eine Reform des Wahlrechts steht in Baden-Württemberg auf der To-Do-Liste und glaubt mir einfach, wenn ich sage, dass das notwendig ist. Baden-Württemberg hat das unfairste Wahlsystem überhaupt. Für eine Wahlzulassung brauchen wir 10.500 Unterstützerunterschriften, die auch nach der Beglaubigung noch ungültig Nach den Aussagen der Kreiswahlleiterin in Rottweil, glaube ich, Villingen-Schwenningen, bräuchten wir eigentlich 180 Unterschriften pro Wahlkreis, also irgendwie so 13.000 insgesamt. In Villingen-Schwenningen werden Unterschriften nur dann anerkannt, wenn sie leserlich sind. Ist wirklich so. Die haben uns 40 Unterstützerformulare gestrichen, weil die Unterschrift nicht leserlich war. Die Stadt hat es anerkannt, nur die Kreiswahlleitung nicht. Baden-Württemberg hat kein Informationsfreiheitsgesetz. Wir haben keinen unabhängigen Datenschutzbeauftragten. Okay, dann versuchen wir es nochmal so. Besser? Gut. Wir haben kein Informationsfreiheitsgesetz. Wir haben keinen unabhängigen Datenschutzbeauftragten. Wir haben keine Kennzeichnung von Polizeibeamten in Großeinsätzen. Wir haben keine sinnvollen Gesetze zur bürgerlichen Mitbestimmung. Übrigens, auch hier sind wir schlechter als Bayern. Ich glaube, Platz 15 von 16 der Bundesländer. Wir haben überhaupt keine Transparenzgesetze. Wir haben in Baden-Württemberg eigentlich gar nichts.
Also zumindest in Landesgesetzen. Von daher glaube ich, dass wir in Baden-Württemberg ein Programm haben, das wir im Landtag dringend brauchen. Und nach den Zulassungserfolgen glaube ich auch, dass wir den Einzug schaffen. Und das ist gut so, weil Baden-Württemberg an Platz 4 der Landtagswahlen, 2011 ist ein sogenanntes Superwahljahr und unser Wahlerfolg wird spätere Wahlen positiv beeinflussen. Er wird übrigens auch die Wahl 2013 in Bayern positiv beeinflussen. Von daher ist es in eurem eigenen Interesse, wenn ihr uns helfen kommt. Was ist jetzt ein Superwahljahr?